Ist es halal, wenn eine Frau für Koranunterricht Geld nimmt, wovon damit ihren eigenen Durus zu finanzieren und für Hajj Umrah zu sparen? Die Frau arbeitet sonst nicht. Schaut mal, das Nehmen von Geld dafür, dass man Koran beibringt, das sollte man unterlassen. Außer in einem Fall, wenn man es benötigt. Wenn man es benötigt. Ansonsten nimmt man kein Geld. Aber die Absicht sollte nicht sein, man liest Koran, damit man Geld bekommt. A'udhu billah. Bitte aufpassen. Die Absicht sollte nicht sein, es gibt solche Leute, die übernehmen so einen Imamposten, der sagt, ne. Wenn nicht, dann mache ich auch nicht das Gebet. Wenn ich kein Geld mehr bekomme, mache ich nicht. Subhanallah, das ist das Gebet. Na, Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitteschön.